So, Freunde, weiter geht's hier bei Dead Space 3. Und wir machen uns mal auf den Weg nach oben. Und dann schauen wir nochmal, wo müssen wir lang? Hier vorne müssen wir lang. Und dann gehen wir dann. Gibt's hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Schade, sah so einladend aus. Na gut. Ja, super, das schieße ich lieber nicht kaputt. Aha. Und jetzt geht's auch nach ganz oben. Wunderbar. Na geil, hier wieder überall alles vermint. Ich liebe dich, du Arschloch. Ist er das? Nee, ne? Scheinbar nicht. Aber ein netter Ausblick hier. Ein netter Ausblick. Tja. Glückwunsch, du hast mich gefunden. Ganz schön dämlich, was? Ich wollte nur leben. Und jetzt, da ich der einzige Überlebende bin, ist es mir scheißegal. In all der Zeit, in der ich allein war, ist mir bewusst geworden, dass Sam recht hatte. Ich bin ein fauler Sack, der nie was für sein Team getan hat. Okay. Team. Wenn ihr mich jetzt hören könnt, das hier ist für euch. Oh. Gehen wir mal nach oben. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Mist. Der Vorratsraum scheint abgeschlossen zu sein. Der Schlüssel könnte bei seinen Habseligkeiten sein. Ist zumindest einen Blick wert. Na gut. Ja. Wir fahren nochmal runter. Ist er das jetzt wirklich hier? Nein, wir wurden doch die ganze Zeit verarscht von dem. Der hat uns doch hier die ganze Zeit... Leck mich am Arsch, ey. Sprich. Na komm. Scheiße, ey. Wie kommen wir denn jetzt an den verdammten Schlüssel ran? Oh. Ne, hier kommen wir her. Munition. Können wir hier nicht einfach... Okay. Das wird ja eh noch passieren, denke ich mal. Aber wo soll denn dieser Schlüssel sein? Bei seinen Habseligkeiten. Ist das hier sein Schlafplatz? Hm. Ist nix. Ach, sollen wir wieder raus, oder wie? Na gut. Warum auch nicht? Mal gucken. Wo müssen wir denn hin? In den zweiten, ne? Ich glaube nur zwei. Mensch, Mensch, Mensch. Aha, sieh mal an. Wenn wir hier mal nicht richtig sind. Oh. Okay, hier ist auch kein Necromorph, so wie es aussieht. Aber ich will es nicht beschreien. Wir nehmen hier einfach mal alles mit. Textlog. Können wir mal eben kurz anschauen. So. Na, klasse. Ja. Total interessant. So, wenn das mal nicht die Karte ist. Ja, Zugangsschlüssel.
Und noch ein bisschen Altmetall. Und eine richtig schöne Dusche. Gut. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Und dann probieren wir die Karte mal aus. Und er ist schon wieder da. So. Dann wollen wir mal schauen. Oh, und wie ich im Gefühl habe, dass hier gleich überall Viecher kommen. Oh. Ja. Aha. Lager. Eine Platine, Ersatzteilbox, medizinische Hilfe, Ersatzteilbox, Upgrade-Platine. Alter. Das hat sich ja mal gelohnt. Nett, nett. Dass es hier nicht alles gibt. So, aber mehr auch nicht. Tja, die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Es hat gedauert, aber ich verstehe jetzt, warum wir nicht am Leben bleiben durften. Wenn du das hier gefunden hast und noch lebendig bist, dann kann ich meinen Part wohl endlich erfüllen. Computer? Alle übrigen Sprengladungen sind. Es wird Zeit, dass du tust. Klasse! So, jetzt wird's lustig. So, kommt da noch was? Uss, Alter! Sag mal, willst du mich denn verarschen? Hallo? Ist hier noch was? War es das wirklich schon? Also ich habe mich jetzt auf einen richtig schönen Fight gefreut. Aha. Oh, diese Mistviecher, ey, die kleinen. Tja, ich glaube, den können wir uns auf den Rückweg machen, ne? Gut. So, dann geht's, ich würde sagen, nach ganz unten. So, nochmal kurz Waffen. Ich warte nur darauf, dass hier so ein Vieh reinkommt. So. Hier kann jederzeit was kommen. Aha. Na, wenn der mal nicht von da oben kam.
der Gute. Boah, ey, diese Musik, ey, das ist echt so psycho. Boom! Oh. Ach, schade. Na komm. Na also. So, wo geht's weiter? Autsch! Na, fuck! Oh. Stirb! Ist noch einer? Komm! Wo ist denn der? Hier draußen noch? Macht eh die Geräusche. Hi, komm noch rein. So. Danke. Weißt du, und das Zeug, was die auskotzen, das gibt uns die HP. So, zur Mittelstation. Na also. Dich doch da eben an der Wand krabbeln sehen. Bin noch nicht blöd. So. Einen Blick wert? Ja, Tucker hat einiges an Altmaterialien gesammelt. Gut. Ich gehe jetzt zur achten Sektion und sehe mir das Shuttle an. Hoffentlich ist es keine Schrottmühle. Tja, da bin ich auch mal gespannt, ob sich diese ganze Mühe hier überhaupt gelohnt hat. So, zur achten Station. Und ich frage mich, ob wir nochmal auf diesem Schneeplaneten landen. Müssten wir ja eigentlich. Weil in der Demo, das was wir in der Demo gespielt hatten, das hatten wir ja noch nicht. Maintenance Wing. Also Wartungsflügel. Nächster Halt, Konstruktion und Reparaturen. Schön. Gut, und ich denke mal, wir können hier auch ein kurzes Päuschen machen. Nächste Folge geht's weiter und dann schauen wir uns hier mal um. Also, bis dann.